album The Age of Immunology, und davor Kate Le Bon mit Home to You aus ihrem Album Reward. Ja, und es gibt Songs, die würden alle gern covern, aber sie tun es nicht, weil die Akkorde zu schwierig sind. Ja, für mich natürlich nicht, weil ich habe ja dieses 75 rausgekommene Buch A Decade of the Who, wo die ganzen richtigen Akkorde zu diesem Song aufgezeichnet sind von Arthur selbst. Und ich nehme an, wir haben dasselbe Buch, sie haben es nämlich gecovert, und soweit ich hören kann, fehlerfrei Sunrise aus dem 1967 erschienenen Album The Who Sellout. Das ist ein sehr